So 11 weniger. Wo ist die? Ich verwirre mich gerade selber. Wo ist der? Nein, du bist keiner. Du bist einfach, nur Typen in Blau, die sich streiten. Wo ist Waldo? Da ist Waldo! Sie haben die gesuchte Person gefunden. Das ist mir keine Ruhe. Rechner! 3500. Zwei Mitspieler sind nicht länger. Durch 46, richtig? Ja. 76,089. Okay, 76, 77. Wenn es eine Kommazahl ist, dann werden es wahrscheinlich 77 sein müssen. Wie bin ich auf 77 gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe geraten. Ich bin ein Ratefuchs. Mitkommen. So, hat diese Insel überhaupt genügend Platz für diese Kanonen? Ich weiß nicht, wir setzen sie sicherheitshalber einen Speicher irgendwo hin. Dann hat diese Insel genug Platz für Kanonen. Na, die hätte nicht genügend Platz gehabt. Die Bücher kamen mir andauernd schon an ihr Limit. Wirst du wohl arbeiten? Ah, die Bäume sind natürlich alle im Eimer. Ohne eure Hilfe werden wir es nicht schaffen. Ja, ja. Was heißt ihr? Ich frag nicht. Ah, genau. Die Eskorte, die du erwünscht hattest. Ein Schiff hier, ein Schiff da. Wer hätte gedacht, dass wir es zu erwarten war? Du also. Eine gute Karte hätte ich gern. Na, Proviant ist Kacke. Ha. Aber wir können auch keine Gewürze herstellen. Trotzdem nehmen wir die mal mit, weil es nur Karte mit hoher Erfolgschance ist. Was willst du? Wir haben von eurer Großherzigkeit gehört. Ja, alles klar. Fällt mir jetzt direkt ein Stein. Ich bin mir jetzt absolut sicher, die Hütten, die wir jetzt gerade stehen haben, reichen bereits aus. Kann man sich auf euch nicht verlassen. Ja, fahr zur Hölle. Wir brauchen noch 200 Kartoffelschnaps. Und unsere zwei Webstuben. Die vier Hanfplantagen erfordern. Dam, da, dam, 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 da, dam. Ah, ist das teuer. Aber Platz ist mehr wert als Geld, wie wir wissen. Das ist die Grundregeln, die wir uns immer halten müssen. So, und dann kommt hier eine Hütte hin. Die begleitet wird von zwei Marker Doppelschnaps. Sobald wir den Kanal lang gezogen haben. Die produzieren beide immer noch auf 100%, das ist erfreulich. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Den Schnappes. Immer noch 100%, das ist erfreulich. So, tschüss Geld, war nett mit dir. Gut, damit müssen das geregelt sein. Fürs Erste. Ah, ne, wir brauchen noch die zwei
Webstuben. Eine nach dahin, weil die dahin passt. Und die letzte nach... Ein Almosen könnt ihr von mir immer erwarten. Nett. Dahin, weil gerade Platz ist. Und was das schon mal für ein Audiofehler war, weiß ich nicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wir gehen allmählich voran. Den fällt Sicherheit, sagt ihr? Nicht mehr lange. Steigt auf, ihr könnt es. Ich weiß es, ihr wollt es. Wir sperren kurz. Gummi. Das ist ein Arbeitsflaggschiff. Dürfte ich gehorsamst fragen? Das ist ja... Oh, ich bin euch ja so dankbar. Oh, ich bin dir sehr dankbar. Das ist sehr hilfreich gewesen. Ich... Ah. Dort, wo es geht unserem Eskortschiff nicht gut. Solltet ihr euch besser nicht sehen lassen. Die kriegen Verstärkung, würde ich sagen. Wir brauchen gerade unsere Kaperflotte nicht direkt. Hör auf damit! So, das dürfte aushelfen. Und die kleinen Kriegsschiffe können Jagd auf die Schiffe machen. Zwischen zwei Mitspieler besteht nun ein Handelsvertrag. Spart. Das ist unglaublich! Ihr seid hier, dass ihr am Grabe unseres Herrn beten durftet. Beneidenswert. Um Zinge von 10.000 toten Sarazen. Sehr beneidenswert, ich weiß. Macht das. Macht das. Aber jetzt dürft ihr wieder, wie ihr wollt. 61, das wird noch nicht ganz reich, doch wird es vielleicht. Wenn wir noch mehr Bauern reinholen. Du bist der erste Bauer, den wir aufsteigen lassen. Wenn ihr mir bitte Gummi geben würdet. Danke. So, Vorräte, wie geht's euch? Da geht's gut. Da geht's gut. Die Kohle wird immer weniger. Schon wieder. Fleisch geht's. Kunden werden weniger. Müsste sich hoffentlich gleich fangen, wollte ich sagen. Kartoffelschnaps nimmt wieder zu. Wemser nehmen ab. Ja, wir können hier oben das Gebiet nutzen, um dort Kohle anzubauen, ohne Ende. Und zuvorerst außerhalb unseres Lasst Systems. Lasst uns dem Rat der 10 einfach erzählen, ihr Dämmchen! Dass dies nicht euer Tag war. Ja, war nicht mein Tag. Machst du nichts. Hast du recht. Nutzloser Abschaum. So kurz vom Ziel. Ein Jammer. Eine Produktion kommt. Da steht sogar hier drin, das ist überraschend. Aber da kann auch Sicherheit gebraucht werden und Sicherheit setzen wir durch einen Schuldturm dahin, das dürfte vor Kass freuen. Wie sieht überhaupt mit Sicherheit aus? Wo haben wir die Wachen überall stehen? Da werden wir. Ah ja, die Sicherheit unserer Stadt ist eine absolute Katastrophe. Das heißt, ein paar Schuldtürme können jetzt wirklich nicht schaden. Frau Kass? Irgendwas? Ach du. Meine Sympathie für euch ist gerade noch größer geworden. Gut, dann können wir bei Marienzug nicht mal einstellen, den wir in der Kirche irgendwo hinsetzen. Wo sie niemanden stört.
Weil das kostet uns dann zu viel. Mit Marie haben wir sowieso schon unseren Handelsvertrag. Mit Guy war es gerade nötig, weil der... gegrüßt. ...echt wieder unnützlich unterwegs ist. Wir könnten ihn bezahlen. Aber nee. Nee. So, wie viele Pakte? Ach, doch immer noch 8. Also für seinen Kaiserdom kann hier so hin. Da ist Platz. Ich finde, ihr macht eure Sache ganz anständig. ...63 gehen. Gewürze müssen wir aus dem Orient herkutschieren. Die Getränke funktionieren. Bier müsste verstärkt werden. Einmal verdoppeln, dann dürfte das für eine Ewigkeit halten, denke ich mal. Wir haben erstmal einen riesigen Haufen neuer Karten. Was bedeutet, wir können wieder unser Expeditionsschiff hier losschicken, um Arbeit zu machen. Werkzeug. Werkzeug haben wir ohne Ende. Und produzieren wir ohne Ende. 40 Tonnen, 50 Tonnen. Macht dich auf den Weg. Wir können doch jetzt noch weiter... Alles klar, das ist jetzt hilfreich. Sehr hilfreich. Auf wie viel können wir jetzt kommen? Ich fühle mich geehrt. 97%. Wenn Guy sich dann immer noch nicht in den Finger wickeln lässt, dann was weiß ich auch nicht mehr. Was führt euch hierher? Schön, dass ihr den Weg ins Konvent gefunden habt. Ihr habt den Leitsatz des Konvents gut erkannt. Ja, geh weg. Der verkauft natürlich keine Schiffe mehr. Proviant ist blöd. Den Kaufbrief hätten wir uns kaufen sollen. Schauen wir erstmal, wie viel eine Kopie von diesem... von dieser goldenen Stoßaxt uns brächte. Und eine Kopie vom Hammer. Und eine Kopie von der Harfe. Mal schauen, was das meiste bringt. Kuno, wie sieht es bei dir aus? Unterstützt mein Vorhaben und wir teilen brüderlich. Bier und Seile. Die Arbeiter stehen bereit. Wir warten nur auf ein Zeichen von euch. Ja gut, was soll's. Haben wir überhaupt genug Plätze? 60 Tonnen? Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, dann wird's leicht peinlich. Wir haben da nur Platz für 50 Tonnen. Können wir da ein kleines Haus, können wir ein kleines Lagerhaus irgendwo hinsetzen? Ja. Für 10 Tonnen. Nur um ganz sicher zu gehen. An die Arbeit. Bringen wir was Gutes. Bitte, fasst hier nichts an. Ja, ja. Wir fassen schon nichts an. Gut. Kommt nur und seht euch. Jetzt sind wir uns mal. Wer bringt ordentlich was? Mit diesem Handel. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts zu tun. Thorsten bringt hier nur 200. Ich hoffe, ihr findet ja, alles klar. Der Zimmermannshammer ist jetzt unsere neue Exportware. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Und erstmal ein bisschen Party machen. Ah, Hassan, das interessiert niemanden. Wenn wir 5000 Leute in der Stadt haben, dann müsste das ordentlich rumgeben. Das Geld haben wir in ein paar Minuten wieder drin. Die Patrizier sind alle drin. Was bedeutet, die Bürger sind schon alle fertig? Ja. Ausgleichen. Ausgleichen. 66 Hütten. Wir brauchen noch 10 Adlinghäuser. Das ist ja ohne weiteres machbar. Nein, diese. Wir können diese hier hinsetzen und dann...
Dann haben wir das. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Die Mittelriege war eigentlich dafür gedacht, dass man hier öffentliche Gebäude hinsetzen kann. Aber das haben wir bisher soweit ja eigentlich alles ganz gut im Griff. Kapelle wird abgerissen, da kommt eine Kirche hin, denke ich. Na komm, machen wir das. Ach komm schon, Spiel. Höherer Einflussbereich. Und Marie freut sich über Kirchen. Jeden Moment jetzt. Leck mich doch. So, wir waren dabei, hier noch mehr weiter Pionierhäuser hinzusetzen. Ich hab eins meiner Kinder nach euch benannt. Lassen wir die erstmal alle schön euphorisch. Genauso wie wir die Patrizier kurz mal auf euphorisch setzen, damit die Adligen alle reinkommen dürfen, die dann einziehen dürfen. Das war eigentlich genau da, wo ich gesagt hätte, dass ihr das nicht machen sollt, aber von mir aus. Das kann ja sowieso in diesem Bereich passieren. Außerdem, haben wir Bettler, die auf der Straße wohnen? Nein, wir haben sowieso zwei Armhäuser, das heißt, wir können 1000 unterbringen. Und dies sind die Baupläne, nein, geh weg, die geh weg. Ich jetzt zur Verfügung stellen kann. Was wollte ich gerade machen? Ach ja, genau, ich wollte bei den Errungenschaften schauen. Hassan! Nein, nicht das. Bettlerprinz, das wollte ich haben. Er hat mehr Platz hier drin ist. Für 69. Einmal muss noch. Du könntest dir bei den Korsaren einen Namen machen. Ah. Ja, das ist machbar. Was kriegen wir dafür? Wenn ihr hier noch unterzeichnen wollt. Ja komm, wisst ihr was? Wir müssen vorankommen. Eine ausgezeichnete Wahl. Wie viel Brot? 10 Tonnen. Nehmen wir mit. Nein! Das war... Gratulation. Meine Mitschwestern sind ganz hin. Ah, daher kam das von Vorkast gerade. Ich wusste, dass euer Vorhaben von Erfolg gekrönt sein würde. Ich bin von euch ehrlich beeindruckt. Tja. Ich weiß, dass man hier Party macht. Flaggschiff, gehen wir kurz den Rest der Waren aus Aschgabat holen. Da haben wir, was wir brauchen. Gut, wie sieht's hier aus? Das ist alles im Rahmen. Die beiden müssen wir verstärken. Das Problem ist, ich sehe keine Möglichkeit, wie wir... Spürt ihr es? Dieser Ort ist von einer göttlichen Kraft beseelt. Würden wir das halt mal vorbeischauen?